Bevor wir jetzt mit unserem Video starten, möchte ich mal ganz gern von euch wissen, welche Gerichte oder Zutaten ihr von uns sehen wollt, die wir verarbeiten sollen. Schreibt es doch mal in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt geht's gleich mit unserem Video los. Ja, gut, okay. Denn heute gibt's Heute wird es mittelalterlich und zwar gibt es bei uns leckere Rahmfladen, wie gerade schon gesagt. Und dann gibt es da Speck obendrauf, ganz klassisch, Frühlingszwiebeln. Und dafür brauchen wir aber erstmal einen leckeren Hefeteig. Und zwar habe ich hier einmal Dinkelmehl und einmal Dinkelvollkornmehl. Und wir starten gleich mal mit unserer Trockenhefe. Wie immer, man kann, das ist jetzt ein Päckchen Trockenhefe, das gleiche wäre ein halber frischer Hefewürfel. Die Trockenhefe kommt jetzt mit dem Wasser zusammen in die KitchenAid. In die KitchenAid, in eine Küchenmaschine. Man kann es natürlich auch ohne Küchenmaschine wieder machen. Und verrühren das Ganze mit ein wenig Zucker. Dann geben wir jetzt unsere zwei Mehlsorten dazu. So. Diese Katze. Ja, die Katze ist voll geil. Hört ihr sie? Hört ihr die Katze? Die Katze kennt ihr ja vielleicht noch aus unserem letzten Video. Es ist schon ein bisschen her. Das sind unsere Sommerrollen gewesen. Die sind richtig gut geworden. Da könnt ihr jetzt mal hier oben klicken. Oder halt vielleicht erst später, wenn ihr das Video jetzt zu Ende gesehen habt. So, wir geben noch unser Salz zu unserem Mehl und was auch immer da alles drin ist. So, let's go. KitchenAid hat uns signalisiert, dass sie fertig ist. Man kann den Teig natürlich auch wie immer mit einem Handrührgerät zubereiten und dann mit der Hand fertig kneten oder einfach auf der Arbeitsfläche. Aber dann muss man schon so 10 Minuten Gas geben. Das Ganze formen wir jetzt einfach zu einer Kugel und lassen das schön gehen. So eine Stunde, 1 bis 2 Stunden wären super. Ich habe jetzt den Ofen leicht vorgeheizt und schalte den aus. Da hat es schön wohlig warm oder in die Sonne stellen. Bei uns regnet es aber heute. Das Ganze decken wir wieder mit einem feuchten Tuch ab und lassen es gehen. Wo geht's denn nur hin, Annette? Unser Teig ist jetzt ein bisschen gegangen und den nehmen wir jetzt hier einmal raus. Und den geben wir jetzt auf unsere bemehlte Arbeitsfläche. Und den können wir jetzt einmal vierteln, weil es werden 4 Fladen insgesamt. So. Und jetzt rollen wir die Fladen aus und legen die auf unser Backpapier hier drauf. Da ist jetzt kein Backblech drunter, weil das ist im Ofen und wird schon richtig heiß, weil ich habe leider keinen Pizzastein. Aber der Trick ist, dass man einfach ein Backblech in den Ofen tut, das richtig heiß werden lässt und dann hat das so die ähnliche Funktion. So, hat auch eine richtige fluffy Konsistenz bekommen. So fluffy, I gotta die! Müssen gar nicht so dünn werden, weil man kennt es ja vielleicht wie vom Bauernmarkt, dass die schon eine ordentliche Dicke haben vom Teig her. Hauptsache, der wird knusprig. Das ist schon mal wichtig. Hier sieht man auch, wie schön locker luftig der geworden ist. Und der lässt sich so richtig schön drücken und bearbeiten. Nice. Unsere 4 Fladen sind jetzt schon mal vorbereitet und jetzt brauchen wir ganz simpel, kann man jetzt entweder Creme Fraiche drauf streichen oder ich habe jetzt hier zum Beispiel saure Sahne und dann kommt noch ein bisschen Speck dazu, unsere Frühlingszwiebeln und wir würzen noch unseren Schmand mit Zitronenabrieb. Ich habe hier wieder eine Bio-Zitrone und wir verwenden jetzt nur die Schale, einfach für die Frische. Und jetzt brauchen wir einfach nur Salz und Pfeffer und verstreichen es auf unsere Fladen. So, und jetzt ist es wichtig, wenn wir das drauf streichen, dass wir 1 Zentimeter Rand lassen. Also ein Löffel reicht völlig. Und jetzt schneiden wir noch ein bisschen unseren Speck in Würfel und legen das auch oben drauf. Und dann darf das Ganze schon in den Ofen. Wer das Ganze jetzt vegetarisch haben möchte, der lässt einfach den Speck weg und kann auch, ach, da kann man alles drauflegen, was man möchte. Paprika, gegrilltes Gemüse. Käse, da kannst du alles draufschmeißen, was du willst. Aber wir machen jetzt mal so die ganz klassische Variante, die man auch vom Tollwut oder sowas zum Beispiel kennt. Das Tollwut, das man nur in München kennt. Ja. Die Simi redet von Kirmes. Kirmes! Sagt oh man doch in Norddeutschland, die Kirmes.
So, und jetzt verteilen wir unsere Würfel gleichmäßig auf unseren Fladen. So, wir holen jetzt einmal das heiße Blech aus dem Ofen raus. Das habe ich falsch rum reingelegt, weil das jetzt gleich ein bisschen einfacher wird. Jetzt nehme ich das hier einmal. Jetzt werde ich das hier draufziehen. So. Versuchen, das unfallfrei zu gestalten. Und jetzt kommt das Ganze wieder in den Ofen. Passt auf unterste Schiene. So, dann widmen wir uns einmal unseren Lauchzwiebeln, weil die kommen als Topping oben drauf. Die werden jetzt einfach in feine Ringe geschnitten. Das war's. Dann können wir warten und den Rest aufräumen, bis die Fladen fertig sind. Das Ende schneide ich mal ein bisschen weg, falls es nicht schön aussieht, weil die sind jetzt nicht mehr aus dem Garten. Schön, oder? Also ich würde sagen, die sind perfekt geworden. Sind so richtig schön, haben eine schöne Kruste bekommen und richtig cremig und auch nochmal so ein richtig geiles Flavor-Geschmackserlebnis im Mund durch den Speck. Und jetzt wisst ihr, wie es schmeckt. Flavor-Geschmackserlebnis im Mund. Und jetzt tun wir da einfach noch unsere frischen Frühlingszwiebeln oben drauf. Jetzt kommt einfach noch ein bisschen Pfeffer drauf. Und dann können wir schon probieren. Sind schon ein wenig abgekühlt, deswegen kann ich mir gleich so einen nehmen und die Lauchzwiebel runterschmeißen und reinbeißen. Oh, wie knusprig. Boah. Das dauert. Das dauert wirklich einen Moment. Boah, das schmeckt so unfassbar gut. Man hat so richtig diesen knackigen Boden, aber er ist auch noch ein bisschen weich in der Mitte. Das Cremige durch die saure Sahne. Dann noch den Speck, die frischen Lauchzwiebeln. Das schmeckt unfassbar gut. Also ich fühle mich wie auf dem Bauernmarkt. Und während ich jetzt hier fertig esse, könnt ihr das Video von letzter Woche anschauen. Unsere Pfannkuchen und unser Pizza-Video ist auch sehr hervorragend geworden. Und dann würde ich sagen, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut! Mama mia!